Willkommen zum neuen Teil auf Behind You. Ich meine, ist ja ganz nett gemacht, aber ich glaube mit solchen, guck mal, wenn jetzt wirklich jemand hart gefickt ist, also wenn wirklich jemand hart gefickt ist und an sowas glaubt, ich glaube irgendwie auch dran, dass dass Dinge um uns herum geschehen, die wir nicht sehen können, weil wir halt ja, die Augen sehen halt nicht alles. Wir sehen halt nur das Greifbare. Wir sehen aber nicht das. Weiß ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt. Ich glaube an irgendeine Art und Weise daran, was auch passiert ist, was um uns herum passiert. Weil glaubt mich, mich hat das gefickt. Mich hat das hier in der Wohnung gefickt, wo ich hier alleine war. Und das war einfach, guck, und das, ich hatte auch kein heimisches Gefühl in dieser Wohnung, weil hier war nichts. Die Wohnung stand komplett leer. Es war nichts hier. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann das noch machen, oder? Tanzverbot. Gründe, warum du bei uns mal vorbeischauen solltest. Ja, Mahlzeit. Tanzverbot, wir möchten dir gerne das Paranormale näher bringen. Wir möchten dir gerne zeigen, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du glaubst, dass es ist. Paranormale umgibt uns eigentlich überall. Und wie du schon weißt, war Tomatolix bei uns. Der hat hier den ganzen Tag verbracht. Er hat eine Dokumentation über uns gemacht. Die kannst du dir gerne mal anschauen beim Felix auf der Seite, beim Tomatolix. Gibt's da nach dem Tod oder gibt's überhaupt noch etwas anderes außer das Physische, was wir jetzt greifen können? Da muss es ja was geben bei den ganzen Geschichten, die man überall hört. Also ist das auch so ein bisschen halt dieses Unerklärliche, ja, was genau irgendwie da voll mit reinspielt, ne? Wir können auch mit dem Ouija-Brett arbeiten, wenn du möchtest. Unterlassen Sie! Wir sollen es unterlassen. Ich traue mich irgendwie gar nicht zu reden. Ja, ich kann es auch fragen. Man kann es fragen, mal was. Was fragt man denn oder wie redet man denn überhaupt mit so einer Präsenz? Wie sie mit mir. Wenn jetzt hier eine Präsenz ist, findest du das gut, dass wir versuchen, Kontakt mit dir aufzunehmen? Und danach sind wir nach Hamburg gefahren mit der neuen Puppe von uns und der Haunted Doll mit der Mia und waren da umgespielt beim Simon. Dort haben wir dann fünfeinhalb Stunden Live-Film gemacht. Ja, ungefähr, mit Ouija und Co. Mit Ouija-Sitzung, mit der Puppe, mit allem drum und dran. Ich bin überhaupt kein Mensch, der an Geister oder sowas überhaupt glaubt oder an solchen Energien, weil ich sehr, ja, ich bin da relativ unbefangen. Ich habe solche Erfahrungen noch nie gemacht und öffne mich aber gerne für sowas. Mimi ist sehr, ich würde mal sagen, rational. Das heißt, er glaubt noch weniger daran. Und Sabine ist sehr empfänglich. Sie ist so, sie möchte am liebsten gar nicht mitmachen, weil sie hat ein bisschen Schiss sogar vor der Sache. Also wir sind wirklich drei verschiedene Charaktere, die heute das Ganze miterleben. Es ist jetzt fast 23 Uhr, wir haben Schock und Duster draußen. Okay. Ich habe ein bisschen Sorge jetzt langsam, ich habe mich ein bisschen rein hyperventiliert. Jetzt bin ich gespannt. Also du hast ja selber bei uns im Livestream geschrieben, dass du Angst davor hast und wir möchten dir gerne diese Angst nehmen. Ja, Martin hat es ja eigentlich schon perfekt erklärt. Also man muss wirklich keine Angst davor haben. Es wirkt, glaube ich, in erster Linie wirkt es immer ein bisschen beängstigend. Weil beängstigend wirkt es nur, weil es unbekannt ist, ne? Fremdartig, unbekannt. Grenzgebiet einfach. Sachen, mit denen man sonst im Leben eigentlich nichts zu tun hat und wo die Psyche schon so ein bisschen dran kann, zu knacken hat eventuell. Aber du musst dir wirklich keine Sorgen machen. Schau mal, Felix war hier gewesen, den geht's super. Wir waren beim Simon, den geht's auch super. Deswegen würden wir dich echt mal wirklich herzlich einfach mal zu uns einladen. Schau es dir einfach mal live an. Hast nichts zu verlieren, auf keinen Fall. Und wir würden uns freuen, dich hier begrüßen zu dürfen, dass wir das Paranormale dir etwas näher bringen dürfen.